welcome everyone on the YouTube channel from Chocofly again. Subscribe if you're not yet. We just learned from the English-speaking guys, we had some requests. You have to put automatic generated subtitles and you will be able to have the translation. We will do it in German again. One word in English, we will come to the USA next year in June to Montague and we will bring the SP10, so we will fly and race it there. So Bruce, our distributor guy, will take care of that. And now I switch to German. So day two, ihr seht, der Michi Kress, aka MK, ist schon am Fräsen mit der neuen Stepcraft, die wir gekauft haben. Ich bin gerade beim MIG Flight George, wir machen gerade die Antriebsspanten und so weiter noch. Wir haben hierfür noch das 3D-Uhrmodell von der Nase, wo wir noch ein bisschen Fahrversuche gemacht haben. Das ist also die Nase der SP2, da werden wir das Topcon noch versuchen zu integrieren, wie auch den Propellerpositionierung mit dem Spinner. Und ihr werdet in dieser Episode, wird euch der Manu jetzt gleich einblenden, die tollen Bilder zeigen. Ich habe sie am Rechner, das ist mega cool. Braunschweig hat uns die ganzen Zeichnungen gegeben. Das ist mehr oder weniger das erste, wie wir drauf gekommen sind, das Modell zu machen. Ihr könnt sehen, 29 Meter, 26 Meter, 1972. Es ist so ein geiles Flugzeug und ihr habt uns so tolles Feedback gegeben. Vielen Dank dafür. Der Countdown läuft. Wir haben 2 Wochen. Falls ihr Fragen habt, was ihr speziell wissen wollt, ihr könnt gerne das Modell auch schon vorher bestellen. Es haben sehr viele Leute schon bestellt. Es gibt eine Warteliste ohne Abnahme, es gibt keinen Preis, das Modell ist noch nie geflogen, also ihr müsst da ein bisschen ruhig bleiben. Total cool, dass euch das alles so interessiert. Wir nehmen euch mit auf der Reise, wünsche euch Glück und bis später. Ciao. We'll be right back.